Freunde, wenn man mich noch ein zweites Mal fragen würde, welches ist denn in Wirklichkeit mein allerliebstes Lego Star Wars Set? Ja, dann würde die Antwort kommen. Ich glaube, ihr solltet sie auch kennen, wenn ihr meine Streams, meine Videos aktiv verfolgt. 75021. Ja, das ist das Republic Gunship aus dem Jahr 2013 von Lego Star Wars. Wie gesagt, mit der Setnummer 75021. Enthält 7 Minifiguren. Ja. Padme Amidala, Anakin Skywalker und noch ganz viele andere. Dieses Set besteht aus über 1000 Teilen. Und ihr seht, es ist so groß, es passt gar nicht in den Bildschirm. Deswegen schauen wir uns wie immer zuerst den Karton dieses Sets an. Ja, dieses Set oder dieser Karton ist eigentlich etwas Besonderes. Ich sag's euch nur, ich werde es euch nicht zeigen, weil der relativ schon demoliert ist. Deswegen will ich da nicht weiter dran rumwuscheln. Ihr könnt diesen Karton quasi aufklappen. Das hat den Vorteil, wenn ihr das Set nicht gut irgendwo hinstellen könnt, könnt ihr es einfach auseinanderbauen. Also in größere Teile und dann hier reinlegen und den Karton zuklappen. Außerdem seht ihr schon, habt ihr damals noch ein Poster von Lego Star Wars dazu bekommen. Das habe ich jetzt hier leider nicht. Ich habe dieses Set damals gebraucht auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Vor 2 Jahren. War eine gute Entscheidung, weil wenn man die Preise heute sieht, dann war das damals noch ein Schnäppchen im Gegensatz zu heute. Ja, hier seht ihr schon ein paar Spielfunktionen. Die werde ich euch natürlich nachher noch zeigen. Hier seht ihr zum Beispiel schon, wie demoliert der wirklich ist. Einen Moment. Ja, da hinten der Riss drin. Ja, und ansonsten gibt es hier nicht mehr zu sagen. Ihr habt hier oben noch die wunderbaren Minifiguren, die ich euch nachher natürlich noch zeigen werde. Das war damals ein großes oder ein richtig cooles Set. Es kam ja auch in der Welle mit dem ATTE raus. 75019 war das, glaube ich. Und das war so die, in meinen Augen, das Lego Star Wars Jahr. Warum? Ganz einfach. Im Jahr 2013 kamen für mich die besten Star Wars Sets aus. Wir hatten noch die 75020, glaube ich. Das ist die Jabba's Sail Barge. Die kam auch noch raus. Das Set lege ich mir auch noch zu. Also das muss auf jeden Fall noch in meine Sammlung. Die kam noch raus. Dann kam noch das Ring Cockpit raus. 75055 oder sowas um den Dreh. Und die Ewok Village. Also das eine einzige UCS-Set, was man eigentlich auch heutzutage in die Master Builder Series von Star Wars eingliedern könnte. Die kam nämlich auch noch raus. Und das ist nämlich eigentlich vor dem Gunship mein Lieblingsset. Nur leider habe ich das nicht. Deswegen ist das Gunship mein Lieblingsset, weil das in meinem Besitz ist. Und die Ewok Village eben leider nicht. Ja, und das war somit für mich das beste Star Wars Set. Dann hatten wir natürlich noch das großartige Set, was heute unmenschliche Preise erreicht hat. Der Bark Speeder Wolf Sidecar, wo natürlich die Captain Rex Minifigur drin war, der heute allein 40 Euro oder 50 Euro wert ist. Und das Set natürlich dann plus 30 Euro nochmal rechnen. Also das war so für mich das goldene Jahr in Star Wars. Es hat natürlich angefangen schon 2011, 2012 mit der Malevolence, dem TIE Fighter, dem Palpatine's Arrest Set. Aber 2013, das ist in meinen Augen das Jahr für das goldenste Jahr für jeden Lego Star Wars Film. Aber ich habe schon wieder viel zu genug geredet, deswegen zeige ich euch jetzt das Set. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Review und los geht's. So, und wie ein Gunship kommt das Teil hier auch reingeflogen. Oh Mann, dieses Set ist wirklich grandios. Ja, auf dem Bild oder im Video sieht es jetzt vielleicht etwas klein aus. Klar, wenn ihr das UCS Gunship nehmt, was jetzt erst rauskommt, dann ist es wirklich klein. Dieses Set ist einfach auch grandios, weil es unzählige Spielfunktionen hat, aber auch sehr, sehr coole Minifiguren. Und mit den Minifiguren starten wir jetzt, weil wir eben die Anleitung heute mal ausnahmsweise auslassen. Ja, wir haben hier als allererstes, die muss ich noch zurechtdrücken, so jetzt habe ich sie, 2 Superkampfdruiden dabei. Das war, glaube ich, das einzige Set 2013, wo die drin waren. Ja, ist ja jetzt nichts Besonderes, aber die sind auf jeden Fall cool zu haben. 2013 kam ja auch noch das 3-1 Hoff-Set raus, glaube ich, oder ein, zwei weitere Hoff-Sets. Deswegen auch noch ganz cool. Ja, diese Obi-Wan-Minifigur ist übrigens nicht exklusiv, glaube ich, wie viele denken. Denn es gibt diese Figur in einer exklusiven Variante, allerdings nicht in diesem Set, sondern die gab es vorletztes Jahr, glaube ich, in einem Polybag in einer Lego-Zeitung. Da hatte sie hier so ein Headset noch auf. Da war sie dann exklusiv. Aber wir kommen zur ersten exklusiven Figur. Und das ist hier Padme Amidala.
ja, für mich eine recht schöne Figur. Auch der Detail hinten, wo sie ja in der Geonosis Arena dann hinten ihr der Rücken aufgeschlitzt wird, von diesem einen Viech da, was sie ja später dann tötet, finde ich ganz cool. Auch, was ich sehr, sehr cool finde, ist, wie ihr seht, der eine Arm ist hier weiß und der andere Arm, da ist gar kein Ärmel mehr dran. Das finde ich echt cool. Sie hat übrigens, glaube ich, kein Wendegesicht, doch hat sie. Und zwar dieses, ja, lächelnde, freundliche. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem zweiten Jedi und das ist natürlich, ganz klar, Anakin Skywalker. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist diese Minifigur auch exklusiv in diesem Set. Ich finde die eigentlich ganz cool, auch gerade mit dem Padawan-Zopf, der hier noch auf der linken Schulter runterhängt. Die finde ich, das Detail finde ich ganz nett. Er hat hier auch eine Beinbedruckung. Padme hatte sie nicht, Obi-Wan allerdings schon und natürlich sein grünes Lichtschwert. Was er dann im dritten Teil nicht mehr hat. Dann haben wir noch einen Klon Gunner. Der ist hier auch noch mit enthalten. Ist eine sehr, sehr schöne Figur. Ich finde den roten Print auf dem Helm sehr, sehr schön. Und der hat natürlich das Standard Angry Clone Face. Und auch die Punkte auf dem Brustpanzer. Da sieht man nochmal seinen Rang. Ja, und die letzte Minifigur dieses Sets ist ein Klonpilot. Den zeige ich euch mal hier. Ja. Der ist hier drin noch enthalten, sitzt natürlich, logischerweise ist ja ein Pilot, vorne im Cockpit und ist hier auch relativ selten. Das ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, nur 3 Sets oder so, wo die drin sind. Einmal das, dann ist der ganze Microfighter und der, oh Gott, T-16 oder V-16 Voltron Starfighter. Ich werde euch mal die Set nur unten in die Videobeschreibung packen, weil das ist ein Set, was ich noch nie gesehen habe. Aber es gibt es auf eBay Kleinanzeigen. Da ist ja auch, glaube ich, einmal drin. Ja, und da kommen wir auch schon zum Set. Was muss man zu diesem Set sagen? Spielfunktion über Spielfunktion. Die erste Spielfunktion ist natürlich hier dieser Henkel, den ich euch eben gezeigt habe, ne? An dem man das Set problemlos hochheben kann. Also da sieht da passiert gar nichts, wenn man das mal hier so rumschleudert. Das hält wie die 1. Dann haben wir hier 2 Cockpitscheiben, wo man natürlich Figuren reinsetzen kann. Zudem haben wir hier hinten, das ist übrigens auf beiden Seiten, eine Klappe, wo dann eine Raketen-Nachladestation drin ist. Wofür die braucht, zeige ich euch nachher noch. Die ist hier drin. Die Klappe gibt es, wie gesagt, auf der anderen Seite. Dann haben wir hier diese Geschützkugeln, die man hier rausfahren kann. Auf der anderen Seite, ihr seht, hier ist noch eine drin. Kann man sie natürlich auch noch rausfahren. Hier auf der Seite haben wir dann noch eine Sitzmöglichkeit für einen Piloten oder einen Gunner eben. Beim Gunship ist es so, dass auf der Unterseite noch eine Halbkugel ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Dann, finde ich ganz cool, haben wir hier diese Raketenlauncher. Die zeige ich euch gleich noch von vorne. Die aufschiebbaren Türen solltet ihr eigentlich alle kennen. So muss das bei einem Gunship sein. Dann drehen wir das Set mal. Ich möchte das ja komplett zeigen. Hier haben wir übrigens diese Raketenlauncher. Das sind halt diese ganz normalen Teile, die halt da reingesteckt sind. Da drückt ihr halt dann hinten drauf und dann sollen die halt rausfliegen. So. Hier hinten noch die Kugelkanone, die ist auch bei dem UCS-Gunship dran. Eine kleine Kappe oder Klappe zum ja, Waffenversteck, die ist relativ verstaubt, sehe ich gerade. Und dann haben wir hier nochmal von der anderen Seite, wie gesagt, das gleiche. Hier die Klappe und nochmal die aufschiebbare Tür. Die geht immer ein bisschen schwerer, seht ihr schon. Und dann haben wir natürlich noch, was es auch beim UCS-Gunship gibt, hier hinten eine Klappe. Nur mit dem Unterschied, dass hier noch ein kleines Speederbike mit drin ist. Und das ist auch relativ verstaubt. Das mache ich mal ganz kurz ein bisschen sauber für euch. Und das ist eben, wie gesagt, im zusammengeklappten Modus sieht das Teil eben so aus. Und ich glaube, wenn man das benutzt, müsste das dann ungefähr so aussehen. Ja, das ist hier eben auch noch mit drin. Das ist beim UCS Gunship eben nicht der Fall. Weswegen ich das UCS Gunship auch etwas schlechter finde. So, machen wir hier die Klappe zu. Das Ding sollte eigentlich problemlos reingehen. So, jetzt. Einer, ja. Habt ihr gesehen, geht problemlos. Hier hinten dann, wie gesagt, die Türen. Die kann man auch aufschieben. Man kann auch hier oben diese ganz großen Raketengeschütze quasi abnehmen. Ob man darauf jetzt besteht, weiß ich nicht. Die Prints oder die Kugeln sind, wie gesagt, auch beprintet. Ich klappe sie für euch nochmal hoch, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Also das finde ich auch recht cool. Und dann haben wir hier vorne noch, ein Sticker. Das ist quasi so eine Anzeige. Haben wir auch auf der anderen Seite. Das sind übrigens auch Sticker, hier diese großen Flächen.
Und dann hier natürlich noch die beprintete Halbkugel. Das sind allerdings die identischen, was glaube ich bei Muse S ganz schön nicht der Fall ist. Dann natürlich das Zeichen der Republik. Noch ein paar andere gelbe Sticker hier. Und dann im Cockpit, jetzt zeige ich das Ding mal von vorne. So, ich schiebe die Tür mal wieder zu. Dann sieht das, denke ich, besser aus. So. Na, komm rein. So. Und von vorne sieht das Teil eben so aus. Wir haben hier natürlich auch die schwenkbaren Kugelgeschütze, die auch beim Muse S Teil dabei sind. Und bei den Cockpits haben wir, ich weiß nicht, ob ich das für euch anmachen kann, ohne dass ich da größere Teile abreiße. Nein, das geht. Wieder eine Anzeige quasi, was allerdings leider auch ein Sticker ist. Ja, das haben wir in beiden Cockpits drin. Finde ich ganz nett. Und das ist auch mein Kritikpunkt an dem Set. Denn wir zählen mal die Sitzmöglichkeiten in diesem Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute, also 5 Figuren von der Republik, die hier allerdings noch rein können. Nee, und noch die 2 Superkampfdrehen. So, Problem ist aber, ich denke nicht, dass ein Jedi oder eine Senatorin dazu ausgebildet wurden, um in einem Gunship irgendwelche Geschütze zu bedienen. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil normalerweise ist man von Star Wars gewohnt, dass man für in einem Schiff oder in einem Gefährt, sag ich mal, zu wenig Sitzmöglichkeiten hat. Hier haben wir allerdings zu viel. Ich hätte mir auch noch gewünscht, dass wir hier einen zweiten Klonpiloten drin haben. Warum? Weil wir nur einen drin haben. Und das hieße rein theoretisch, dass man hier einen Jedi reinsetzen muss. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil in meinen Augen kämpfen die Jedi ja dann gegen Count Dooku. Und deswegen macht das nicht so wirklich Sinn. Aber das ist eben die Logik an diesem Set. Ansonsten, dieses Set ist auch relativ groß. Ich zeige euch gleich noch, wie groß. Und was ein riesiger Pluspunkt ist an diesem Set, und das zeige ich euch jetzt mal. Man sieht es, ich stelle es mal schräg, dann jetzt sieht man es besser. Ihr seht, der Raum ist hier komplett geschlossen, wenn man die Kugeln und die Türen zuschiebt. Und das ist, glaube ich, bei Muse S ganz schön nicht ganz der Fall, dass es komplett geschlossen ist. Also hier passt wirklich gar nichts mehr dazwischen. Wie gesagt, die Teile hier braucht ihr zum Nachladen. Hier haben wir dann so einen Durchgang, ob der jetzt da sein muss, kann man sich fragen. Aber ich finde ihn okay, ich finde es okay, dass er da ist. Wir haben hier, glaube ich, sogar noch, das sehe ich gerade noch, eine Box. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Schauen wir mal rein. Ah, okay, da ist, oh, das, da, oh, das hatte ich, das wusste ich gar nicht mehr, dass es hier drin ist. Hier haben wir, sage ich mal, ein Jedi-Holocron, ja, was hier noch drin ist. Das bekommt ihr auch noch dazu. Das sind quasi 3 Teile in durchsichtigem Maße, sage ich mal. 2 weiße und 1 blaues. Das finde ich ganz nett. Wie gesagt, das wusste ich gar nicht, dass das hier noch drin ist. Ansonsten habt ihr noch auch noch andere Fächer. Jetzt muss ich die Kiste nur wieder da hinten rein positionieren, so. Dass sie mir nicht nachher beim Transport wieder auseinanderfällt. Und zwar hier oben habt ihr auf beiden Seiten, glaube ich, jeweils 2 Klappen, genau. Die könnt ihr dann da runterklappen. Habt ihr halt Stauraum für irgendwelche Waffen, ne? Finde ich ganz nett. Wie gesagt, also dieses Schiff ist an sich im Gesamtpaket ein richtig, richtig, richtig gutes Star Wars Set. Ich weiß nicht, ob man es noch, ich habe das bei eBay Kleinanzeigen zum Geburtstag bekommen. Und hier haben 2 relativ wichtige Teile gefehlt. Und zwar einmal hier oben das abrundende Cockpit-Teil, das hier. Ja, hat damals gefehlt. Obwohl in der Anzeige drin schon komplett und das hier. So, und ich weiß noch, ich habe damals dann mit dem YouTube-Kollegen von MakeBricks die Teile zusammen rausgesucht, weil ich einfach nicht wusste, wie die heißen, wo man die bekommt. Habe sie dann bei eBay bestellt für einen relativ teuren Preis. Ich glaube, die Teile an sich haben 3 Euro gekostet oder so und ich habe nochmal 3 Euro Versand bezahlt. Und dann waren die auch schon innerhalb von einem Tag da. Jetzt fällt euch vielleicht etwas auf, dass immer noch ein Teil fehlt. Genau, hier fehlt nämlich noch eine 2x4er weiße Platte. Die habe ich auch zu Tausenden in meinen Kisten rumzuschwimmen. Aber ich war immer noch zu faul, die da irgendwie einzusetzen. Das muss ich vielleicht mal nach dem Review hier nachholen. Und ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal den Karton dazu. Und dann messen wir das Teil auch nochmal aus. Der Karton ist da und wir messen das Ding mal aus. Wenn man das Gunship von den Kanonen, also von hier ganz vorne, bis zur ausgestreckten Kanone noch hinten nimmt, ist das Set knapp 50 cm lang. Ich muss aufpassen, dass es mir nicht runterfällt. Das wäre nämlich nicht so gut.
Bis zu den Flügeln, seht ihr, haben wir etwas mehr als 18 cm. Und wenn man jetzt noch die Flügelspannweite nimmt, wir erinnern uns, das große UCS Gunship hat 64 cm. Das Set hier hat exakte 47 cm Flügelspannweite. Ja, deswegen, also das ist auch schon relativ groß, ne? Und, aber trotzdem noch handlich. Warum ist es jetzt ein Vorteil gegenüber dem UCS Gunship? Ganz einfach, ihr bekommt für ein Drittel des Preises. Wenn ihr gut schaut, bekommt ihr dieses Set für 100, wenn nicht sogar unter 100 Euro. Oder 120, also über 120 würde ich es nicht kaufen, aber drunter schon. Für ein Drittel des Preises bekommt ihr 7 Figuren, die richtig, alle richtig, richtig gut sind. Teilweise auch exklusiv. Ihr seht auch auf den Verpackungen allen Figuren, bis auf an den beiden Superkampfdrohnen steht New dran, also die sind damals neu in diesem Set rausgekommen. Ihr bekommt für ein Drittel des Preises 7 Figuren. Ihr bekommt zwar nur ein Drittel der Steine, das Set dann über etwas mehr als 1000 Teile, ich glaube 1100 oder so. Aber ihr bekommt einen riesengroßen Bauspaß und ihr habt richtig viel Spielerlebnis damit. Also ihr könnt das Ding wirklich spielen. Klar, bei mir steht es nur rum in der Vitrine, also nicht in der Vitrine, sondern draußen. Sieht man, glaube ich, auch. Deswegen waren einige Teile hier etwas eingeschraubt. Aber ihr müsst euch mal überlegen, ihr könnt quasi von dem Geld, für das ihr ein UCS Gunship kauft, könnt ihr, bekommt ihr zwei lame Figuren, ihr könnt aber dafür quasi drei von diesen Teilen haben und euch schon fast eine gesamte republikanische Armee aufbauen. Aber gut, das ist eure Entscheidung. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie immer, schaut nach diesem Set, das lohnt sich wirklich sehr. Also unter 100 Euro ist es ein guter Preis, über 120 würde ich es nicht mehr kaufen. Und ja, also, bis dahin, bleibt wie immer gesund, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis Samstag, ja, Samstag, also bis dahin, bleibt gesund und ciao.